Viele Leute fragen mich: Axel, du hast letzte Woche in Hamburg und Köln gespielt? Meine Güte, musst du reich sein. Du spielst einen ESP-Bass. Alter, die Kohle muss ja locker bei dir sitzen. Bullshit! Absoluter Bullshit! Und aufgrund dieser fälschlichen Annahmen, die Fans manchmal ihrer gefeierten Band gegenüber haben, heute eine Sondersendung Berlin Metal TV, Thema Lessons in Steel. Meine lieben Tinder-Schänder, Tag gesagt, hallo Ballo und herzlich willkommen. Heute klären wir mal, welche Kosten und wie viele Kosten vor allem eine kleine Band hat, wenn sie auf Tour geht, warum eine Indie-Band nicht automatisch reich ist, wenn sie ein Label hat, und unter welchen finanziell prekären Verhältnissen Musiker oftmals wirtschaften müssen. Anhand einer kleinen fiktiven Band, die wir dann nennen Lessons in Steel, möchte ich euch jetzt mal vorrechnen, wie ein Konzertwochenende aussieht. Wir gehen davon aus, dass Lessons in Steel arbeitstätig sind und deswegen im Monat nur an einem Wochenende touren können. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Lessons in Steel insgesamt 600 Euro verdienen werden. Hierzu ist aber auch nochmal zu sagen, dass 300 Euro Gage nicht für jede Band eine Selbstverständlichkeit ist. Das, meine lieben Tinder-Schänder, heißt aber noch lange nicht, dass die Band mit 600 Euro in ihre Heimatstadt zurückfährt. Nein, die Band hat auch noch Kosten. Und das sind allerhand. Lessons in Steel kommen aus dem beschaulichen Luckenwalde und spielen in Hamburg. Um ihr Equipment zu transportieren, brauchen sie also einen kleinen Tourbus. Dieser Tourbus kostet sie pro Tag 120 Euro. Von den 600 Euro ziehen wir im Voraus schon mal 240 Euro ab. Kommt noch der Sprit, denn die Band fährt natürlich noch weiter nach Köln, spielt da ein weiteres Konzert. Und da berechnen wir mal 120 Euro Sprit für das ganze Wochenende. Das heißt, die Band ist aktuell bei einem Gewinn von 240 Euro. Da es bei vielen Veranstaltern nicht gang und gäbe ist, dass die Band, die ihre Location bespielt, auch was zu essen bekommt, berechnen wir auch einfach nochmal ganz frech dazu, dass die 5 Musiker, die in dieser Band spielen, am Tag 10 Euro wegschnabeln. Demnach 100 Euro für das ganze Wochenende. 28 Euro pro Musiker. Wow, großartig. Das ist aber natürlich nicht alles, worüber sich eine Band finanzieren kann. Nein, eine Band finanziert sich hauptsächlich durch Merchandise. Bevor man sich selbst aber durch Merchandise finanzieren kann, muss Merchandise produziert werden. Gehen wir davon aus, dass Lessons in Steel 100 T-Shirts à 400 Euro haben drucken lassen. Eine Band wie Lessons in Steel hat natürlich aber auch Stil und kommt nicht nur mit einem T-Shirt-Motiv, nein, sie kommt mit 2 T-Shirt-Motiven. Bevor meine guten Freunde von Lessons in Steel jetzt also Geld verdienen können, müssen sie 6 Monate unter diesen 140 Euro Verhältnissen getourt sein, um das Merch überhaupt vorzuproduzieren. Ohne, dass sie sich davon bisher einen einzigen Euro selbst in die Tasche stecken konnten. Gehen wir doch jetzt einfach mal spaßenshalber davon aus, dass Lessons in Steel pro Abend 10 Merchandise-Artikel verkaufen und demnach 100 Euro in ihre eigene Tasche stecken können. Lessons in Steel haben also 340 Euro verdient. 5 Bandmitglieder gibt es in der Band, macht 68 Euro. Wow! Für ein Wochenende lang Arbeit. Würdet ihr dafür arbeiten gehen? Ich glaube ja nicht. Am Sonntag fahren Lessons in Steel dann mal wieder 7 Stunden nach Hause und müssen Montag früh um 8 wieder pünktlich auf Arbeit sein. Denn von 68 Euro in der Woche kann kein Mensch leben. Zudem ist davon auszugehen, dass die Auftritte, die in den ersten beiden Jahren der Bandgeschichte gespielt werden, hauptsächlich für Umme gezockt wird. Dazu kann noch kommen, dass ihr in Deutschland zwar einen kleinen Bekanntheitsgrad habt, im Ausland aber nicht, und im Ausland, wenn ihr das spielt, eventuell nur einen Merch-Artikel verkauft. Und vergesst dabei nicht, dass noch viele weitere Kostenfaktoren auf eine Band lauern, wie Soundmann, Verschleißartikel wie Gitarrenseiten, Gitarren, Bässe oder Verstärker und natürlich das Bühnenbild. Meine lieben Freunde, was möchte ich euch überhaupt damit sagen? Wenn ihr eure kleinen gefeierten lokalen Bands also unterstützen möchtet, dann fasst euch ein schwarzes Herz, geht an den Merchstand und kauft die Merchandise-Produkte der Bands. Stark! Denn sonst ist das Aussterben all dieser Bands, die ihr so gerne hört, noch viel größer, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Denn mittlerweile ist es auch kein Geheimnis mehr, dass man mit CD-Verkäufen kein Geld mehr verdient. Welche Kosten Lessons in Steel also noch in Zukunft vor sich haben, rechne ich euch in einer der nächsten Sendungen mal wieder vor. Vielleicht. Ich sehe alles falsch rum.